Hey Vox Pop, willkommen. Willkommen in Schweden. Hier soll das Bargeld abgeschafft werden. Die Schweden sind darüber geteilter Meinung. Stockholm. Der Tag beginnt früh für Tarja. Sie ist obdachlos und verkauft Zeitschriften. Guten Morgen, Stockholm. Hallo, eine Zeitung bitte. Seit anderthalb Jahren kann man bei Tarja auch mit Karte zahlen. Ich kann Ihnen auch eine Quittung ausstellen. Früher musste ich immer Wechselgeld bei mir haben. Oft hatte ich nicht genug. Das läuft jetzt viel professioneller. Darauf bin ich richtig stolz. Ich akzeptiere heute drei unterschiedliche Zahlungsmittel. Man kann sogar per SMS bei mir bezahlen. Mir entkommt keiner. Willkommen im Reich der Kreditkarte. Selbst Getränkeautomaten und Parkuhren funktionieren hier bargeldlos. Die Schweden nutzen weltweit am wenigsten Bargeld als Zahlungsmittel. Nur 20% aller Einkäufe werden bar bezahlt. Das ist halb so viel wie der europäische Durchschnitt. Neben der Karte nutzen die Schweden weitere bargeldlose Zahlungsmittel. Jonas Larsson braucht keinen Geldbeutel mehr. Er bezahlt per Smartphone. Ich kaufe mir jetzt mein Mittagessen. Das ist ganz einfach. Ich öffne die entsprechende App auf meinem Handy und scanne den Code ein. Das geht ruckzuck. 51 Kronen. Das war's. Schon bezahlt. Immer mehr Schweden bezahlen heute per Handy. Doch nicht alle sind vom bargeldlosen Zahlungsverkehr begeistert. Zum Beispiel diese Händler auf einem Markt in Stockholm. Seit anderthalb Jahren müssen wir auch Kartenzahlungen akzeptieren, wenn wir unsere Kunden halten wollen. Sonst gehen sie zur Konkurrenz. Aber je mehr Karten wir akzeptieren, umso mehr Gebühren müssen wir an die Banken zahlen. Und die wiederum müssen wir auf die Preise draufschlagen. Die einzigen, die von dieser Entwicklung profitieren, sind die Banken. Denn jeder, der Karten benutzt und akzeptiert, muss dafür jedes Mal bezahlen. Einige Bürger wollen die schwedische Krone um jeden Preis retten. Dieser Wirtschaftswissenschaftler geht aufs Ganze. In seinem Buch beschuldigt er die Banken, die Bürger zu manipulieren. In unserer Volkswirtschaft kommt immer weniger Bargeld zum Einsatz. Aber das ist problematisch, denn eine Gesellschaft braucht Bargeld. Die großen Banken gehen sehr aggressiv vor, um uns dazu zu zwingen, auf Bargeld zu verzichten. Das ist ein großer Fehler. Für die Banken ist das bargeldlose Zahlen ein großer finanzieller Vorteil. Zwei Drittel der schwedischen Banken akzeptieren seit einigen Jahren keine Geldscheine und Münzen mehr. Als Vorteil für die Kunden führen sie an, dass sie ohne Geld in der Tasche besser vor Überfällen geschützt seien. Die sind in Schweden allerdings eher selten. Die Regierung stellt sich hinter die Banken, schützt aber auch die Bürger vor möglichem Missbrauch. 2010 hat sie ein Gesetz verabschiedet, das die Bürger vor zu hohen Gebühren im bargeldlosen Zahlungsverkehr schützt. Die Banken können durch dieses System Kosten sparen und die Arbeitsabläufe effektiver strukturieren. Aber auch die Verbraucher befürworten den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Viele Schweden finden, dass er ihren Alltag erleichtert. In Stockholm ist es heute nicht mehr möglich, eine Bus- oder Straßenbahnfahrkarte bar zu bezahlen. Und die schwedischen Geschäftsleute dürfen Bargeld ablehnen. Immer mehr machen von diesem Recht Gebrauch. Wir können so die Kosten im Bankwesen senken. Das ist gut für das Wirtschaftswachstum. Die Opposition verlangt nach einem Gesetz zur Aufrechterhaltung der schwedischen Krone als Zahlungsmittel. Bis jetzt vergeblich. Die Regierung scheint ihren Kurs nicht ändern zu wollen. Oh. Hallo Petra. Hallo, wie geht es dir? Das Positive an dieser ganzen Sache ist, dass es weniger Schattenwirtschaft und weniger Überfälle gibt, oder? Ja, das stimmt. Es gibt vielleicht weniger Überfälle. Dafür kann aber Missbrauch mit den Karten betrieben werden. Die Daten können gehackt werden. Leider konnten wir darüber keine Informationen bekommen. Die Banken haben zwar die Statistiken, rücken damit aber nicht heraus. Sie sagen nicht, wie viele Kreditkarten gestohlen werden. Richtig, aber es kommt immer wieder vor. Hat dieses System in Schweden viele Gegner?
Ja, über alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen verteilt. Vor allem ältere Menschen tun sich schwer damit, Kreditkarten zu benutzen. Sie bezahlen lieber mit Bargeld. Viele Menschen sind besorgt. Andere wiederum sind wütend. Sie befürchten Datenmissbrauch. Inwiefern? Sie wollen nicht, dass ihre Einkäufe registriert werden. Denn sobald man eine Kreditkarte benutzt, werden die Daten gespeichert. Viele möchten das nicht. Sie möchten in aller Freiheit Bargeld benutzen können. Und was machen die Kinder, die sich Bonbons beim Bäcker kaufen wollen? Das ist kein Problem. Es gibt nach wie vor Bargeld in Schweden. Wenn Kinder sich Bonbons kaufen und mit Bargeld bezahlen wollen, können sie das jederzeit tun. Gut, vielen Dank, Petra. Ich danke dir. Bye-bye. Bye-bye, Petra.